Oh. Okay. Guck mal, das kann ich dann steuern. Dann machen die Kontakt und lösen den aus. Okay, Moment. Oh. Oh. Oh meine Fresse. New glued area, okay. 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 Ja. Nice. Okay, also. Funktioniert das dann? Okay, das funktioniert. Wieder zurückfahren. Das wäre dann so, der Kiefer öffnet sich. Hehe. Nice. Okay. Also. Gott, wird das kompliziert. Was habe ich mir da ausgedacht? Also, ich könnte es jetzt machen, dass der Kiefer hier oben schließt, also hier oben hängt und einfach nur rüber fährt und dann eine Konstruktion von unten kommt.
Okay, wenn wir jetzt den hier entfernen und dort einfach den hier ransetzen. Oh, nee, nicht so. Alles hart kompliziert, würde ich sagen. Oh Gott. Guck mal. Okay. Das ist cool. So. Mit dem Düngbutton. So. Okay. Ja. So. Ich sollte mal wirklich den hier abbauen. Okay, das haben wir abgebaut. Okay.
So. Das hier ist unsere Verkleidung, die wir nehmen. Dann packen wir hier das so. Holy shit, wie... Ah, ich weiß, wie ich das mache. Und zwar setze ich den Pulli hier oben hin. Also hier wird er dann langgezogen. Also wenn wir die jetzt hier hochbauen und den Kiefer, wir müssen mit denen noch hochkommen, oder? Ja komm, preisen wir das hier auch noch ab. Alter, das ist... Das zerstört gerade meinen Kopf, ey. Square. Okay. Thank you.
Okay. Okay. So. Okay, guck mal, dann passt das. Moin, ein weiter vor? Mist. Oh, nee. Moin erstmal, so. Okay. Ja, habe ich jetzt gemacht. Dann muss ich die hier nur zurücksetzen und dann wäre das ein Block dazwischen oder noch ein weiter nach vorne. Okay, die schwarzen Blöcke, die jetzt hier schweben, die muss ich noch zurückbauen. Aber das wäre dann so. Dann werden die hier echt auf Kante gebaut. Ja.
Auf jeden Fall. Okay. Okay, aber so. Und hier oben. Das hier ist der letzte Block, das heißt, hier geht's lang. Okay, dann. Na nee, machen wir besser mit einem anderen Block. Nicht, dass ich hier missbaue. So, so. Okay, und dann wird das nach hier gezogen. Achso. Also, ich habe jetzt, damit ich nicht dasselbe Problem habe wie du, mache ich das hier über die Redstone Contacts. Das heißt, jede Stufe löst einen Contact aus. Das heißt, sobald der loslegt, kann man hier drücken, was man will. Da passiert dann nichts mehr, weil der hier den nächsten Zug erwartet. Aber da muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht auch einfach sage, dass dann hier drüber... wie heißt es gleich noch? Irgendwas verschoben wird. Das heißt, der wird, das Redstone-Signal wird ausgegeben und schon verschiebt sich irgendwas. Mal gucken. So. Den hier nehmen wir als Endkontakt. Hierhin machen wir das am besten. Okay,
Bilder. Haben wir noch irgendwo ein Paw? Dimchest? Dimchest, Dimchest. Point. Ja, glaube ich sofort. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie ich das am geschicktesten dann anstelle. Aber die Sicherheitsschaltung, das auszulösen, das kann man ja auch irgendwie dann noch anders machen. Mal gucken. Was auch immer er hier gemacht hat. Ich habe mich gerade gewundert, warum 1 bis 24. Von 4 hört sich besser an. Ups. Und fertig. So, weil dann können wir jetzt hier ordentlich testen. Und dann bauen wir hier die, wie heißt es gleich noch? Die Sachen später hin. Die Verkleidung, genau. Und zu dem Thema, wie ich das am besten steuern will, das ist ja zum Glück relativ einfach. Die Signalübertragung machen wir von irgendwo anders aus. Das heißt, wir bauen uns dann einfach noch eine Sicherheitsschaltung davor. Naja, aber du musst ja auch alles wieder rückwärts laufen lassen. Mit einem Eingangssignal. Und ich will das eigentlich machen, dass du mit einem Knopf, mit einem Button oder einer Funkfernbedienung oder was auch immer, kannst du das auf- oder zu machen. Und ich denke mal, dass ich mir hier dann einfach nur eine Hopper-Clock oder sowas baue. Die aber nicht keine Clock, sondern ein Sicherheitsmechanismus, dass wenn der gedrückt wird und Stufe 1 erreicht wird, muss erst der Sand ablaufen, damit der Pisten auslöst und hier dann wieder die Signalübertragung freigibt. Irgendwie sowas.
So. Der fährt nach hier und halbiert den Schädel. Okay. So, das hier. Okay, dann machen wir hier jetzt einfach mal das, das und das. Ja, deswegen wollte ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Mal gucken. So, Point. So. Das wird ja echt die Hölle. Muss ich das dann alles so machen?
Jo, danke schön dir auch. Und dann gucke ich mal, wie das alles hinhaut. Okay, ich glaube, ich muss einen größeren Motor bauen. Das nimmt ja so übelst viel Zeit in Anspruch. Das ist ja unglaublich.
Vom vorderen Bereich ist alles komplett weggefrühstückt, sage ich jetzt mal. Da habe ich jetzt komplett aufgeräumt. Und ich habe aus Versehen ein wenig Sachen kaputt gemacht. Iron. Muss ich da einen Point dran setzen? Oh ja. Cool. Ja, ich habe festgestellt, der Motor ist zu schwach. Aber ich habe hier schon getestet, hier aus Versehen ein Loch gebuddelt, was ich gar nicht machen wollte. Aber das ist jetzt hier der Punkt. So sieht das aus. Und ich wollte noch mal eben gucken. Stick. Wie das bei dem Black Skull aussieht. Moment. Ja, das war die Idee. Deswegen habe ich jetzt das hier gemacht. Oh, overcharged. Damit ich die neuen Motoren, entweder den Strong Motor, testen wir den mal. Ist der immer noch zu schwach? Ja, die Welle dreht aber hier. Nur der hier vorne, will nicht weiter mit.
Das funktioniert ja. Ich vermute, dass das einfach nicht funktioniert. Also, der Plan ist, das ist jetzt hier erstmal nur der Anfang. Der Plan ist es eigentlich, das Ganze relativ einfach zu machen. Ich wollte jetzt erstmal nur die eine Hälfte hier rüberfahren. Aber der Kiefer soll eigentlich nach unten fahren. Und dann zur Seite und dann soll von unten eine Treppe hochkommen, damit man reingehen kann. Und wenn man das wieder schließt, soll die Treppe nach unten fahren, der Kiefer zufahren und dann zugehen. Das war die Idee. Ja, genau. Ich wollte ihn als Ganzes nach unten fahren und dann soll er sich in der Mitte teilen, nach links und rechts, also nach links und rechts wegfahren und dann soll von unten die Treppe kommen. Ach, du meinst, so, hier, dass der dann einfach von hier dann reinfährt. Also, dass das auseinanderzieht und gleichzeitig von hinten die Treppe kommt. Wäre auch noch eine Idee. Ja, das hört sich eigentlich ganz cool an. So.
Kann ich irgendwie irgendwas nutzen, damit der, dass ich mehrere Energiequellen zusammenrechnen kann? Ja. Moment, ich prüfe mal was anderes. Create Max Glue Blocks. Also wir haben keine 2312 Blöcke und wir sind nicht 24 Blöcke von weg. Das sind wohl die Begrenzungen. Ups. Ich wollte den hier in der Endposition schon mal rausfahren lassen.
So, wie kriegen wir das noch anders hin? Oh Gott. Stress. Okay, also, dann würde ich mal gerne dieses Stress Unit bauen, um mal zu gucken, ob wir nicht einfach viel zu viel Stress benötigen. Aber es schwebt ja frei. Oder ist das diese beiden Punkte hier?
Das Einzige, was ich jemals mit Create gemacht habe, ist ein Fahrstuhl. Also, mir hat wirklich diese Info gefehlt.